Hoi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda, zu neuem aus Andromeda. Und wir sind heute, in dieser Folge werden wir zurück. Guten Tag, ihr standet aber gerade noch nicht da. Werden wir zurück zu Nexus und werden da mit Nigel war es, glaube ich, sprechen. Auf jeden Fall, es geht um den ersten Mord. VidCon, das können wir. Ey, die haben wir auch noch nicht. Videokonferenz haben wir auch noch nicht benutzt. Könnten wir mal schauen, aber im Moment sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Gut, dann würde ich sagen, kehren wir wieder. Naja, das ist Das quasi die waren Sie Brücke. und Ryder also in Ihrer Freizeit? Sie erkunden seltsame Gewölbe, die versuchen, Sie umzubringen? Wir fliegen auch in Weltraumwolken, die versuchen, uns umzubringen. Genau. Ah, Und du ich warst verdiene mit. eine Gehaltserhöhung. Eieiei, Lexi. Diese Ach, was Reliktgewölbe, eine all Aussicht. diese Geheimnisse. Irgendwann muss ich auch mal eines erkunden. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, durch eines hindurchzufliegen. Das wäre eine echte Herausforderung. Ihr redet aber auch immer nur die gleichen Sachen. Systemansicht. Wahnsinnig viel. Gibt's alles Mögliche Neue, können wir alles erkunden. Auf Pele, auf Konsu. Aber wir wollen erstmal zur Nexus zurück. Was haben wir da? Pfeiffer. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz ins System rein. So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor. Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Ach, cool. Ja, das würde mich auch interessieren. Anomalie Was auf habt den ihr da? Sensoren. Ach, schwarzes Loch, da können wir hin. Okay, Raya. Ah, irgendwas. Okay. Korbat. Da müssen wir mal ein bisschen schauen, wo wir dahin noch können. Muss ich mal schauen, welcher. Eriksen, welcher Quest das ist. Aber wir gehen jetzt erstmal ALP Kryobetriebvorteile Nexus. Gehen jetzt erstmal Richtung Nexus wieder. Ah, bekanntes Territorium. Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Das ist immer. Ich empfange etwas. Die Nexus ist hier bei anderen Planeten. Mahuan. Aber wir wollen zum Nexus. Moment mal. Das ist aber nicht die Nexus. Ach doch, da. Ja, hallo. Okay. Da steht auch, welche Quests wir haben. Nag-Mordrak, Kroganischer Verrat, Aufgabe. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, wir wollen von Bord der Tempest gehen auf die Nexus. Ja, da sieht man auch, dass Nexus unfertig ist. Pathfinder, ist es wahr? Wir besiedeln Eos? Das haben wir schon mal gedacht. Aber bei Eos ist das jetzt was anderes. Stimmt's, Pathfinder? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Geben Sie ihnen etwas Raum. Lieutenant Sajax, Kandros Adjutantin. Sie wollten sie alle sehen. Es herrscht wieder Hoffnung, ist eine Weile her. Hui,
Ja, ich sehe schon, was wir da antworten können. Wir werden natürlich erwartet, weil das auf jeden Fall ein großer Fortschritt ist. Es gibt Grund zum Feiern. Ich hätte jetzt eher gesagt, es gibt Grund zur Hoffnung. Andererseits mache ich als Pathfinder wirklich nur meine Arbeit. Und ich glaube, Damien ist ein bisschen gesetzt. Was heißt gesetzter? Aber ist nicht ganz so leicht euphorisch. Sie haben wieder einen Pathfinder. Das ist unsere Aufgabe. Und Sie haben sie großartig erfüllt. Professor Herrick, richtig? Was Sie mit diesem Reliktgewölbe erreicht haben, ist beispiellos, Pathfinder. Unfassbar. Wir werden neue wissenschaftliche Talente aufwecken und alle Geheimnisse lüften. Die gesamte Nexus wird davon profitieren. Die gesamte Nexus. Das beweist unsere Beständigkeit. Der Außenposten hat einen guten Anführer. Hat er das, Bradley? Ich weiß, ich kenne ihn ja noch nicht. Beständigkeit. Ich kann mit diesen Antworten nichts anfangen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es eine schlechte Besetzung aus dem Englischen ist. August Bradley wird das sicherstellen. Er ist der neue Bürgermeister. Bradley? Den kenne ich. Scheint ein guter Mann zu sein. Und? Worauf warten Sie noch? Da draußen wartet eine neue Welt. Danke, Ryder. Ja, klang doch schon mal ganz gut. Seid ihr alle noch da? Andockbucht. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, dass das hier so gut aussieht. Aber gut. Ach, Avina, hallo. Ach, ist das jetzt nicht der Bereich, wo wir angekommen sind? Ach, den haben sie. Jetzt haben sie echt den schön hergerichtet. Guten Tag, du stehst nur so da. Was sind wir denn hier? Oh, Fahrzeughändler. Gemischtwarenhändler. Ah, sehr schick. Okay. Händler machen wir mal bei Gelegenheit. Wo kommen wir denn hier hin? Ich wollte eigentlich... Wir gucken mal kurz auf die Karte, weil das war ja hier verschachtelt. Kryostation. Das Vortex. Okay. Hydrokulturen. Nagmodrak, Kroganischer Verrat. Kroganischer Verrat. Nach allem, was man hört, ist William Spender ein ausgesprochen schwieriger Mensch. Darüber hinaus besteht Grund zur Annahme, dass der stellvertretende Direktor der Kolonialverwaltung aktiv darauf hinarbeitet, den Kroganern zu schaden. Drake hat sie gebeten, Spenders Aktivitäten genauer unter die Lupe zu nehmen. Das werden wir auch tun. Wir werden aber... Warte mal, was haben wir hier noch so? Na, ich habe noch einen Punkt. Ach Gott, jetzt kann ich die anderen auch alle auswerten. Und die hat 12 Punkte. Also wenn wir die mitnehmen, müssen wir sie unbedingt aufwerten. Pibi, was kannst denn du so? Invasionen und ziehen und Duelland. Okay, Drag. Komm ab. Blutrausch. Können wir mal alle bei Zeiten leveln? Das machen wir auch noch. Inventar. So, nein, nicht zurück zum Desktop. Entschuldigung. Wir wollten das mit dem Mord klären. Das heißt, wir müssen als erstes, nicht zur Kryostation, aber ich glaube, ich weiß, wohin wir müssen. Nicht zur Kryostation, das wäre sicherlich auch mal interessant. Kommandozentrale, Habitationsdeck. Oder? Habitationsdeck, glaube ich. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Erickson-System gelandet war. Berichten zufolge hat sein Sohn als neuer Pathfinder das Kommando über die Tempest übernommen. Ja. Die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Okay, also wir sehen, hier geht's auch ein Stück weit voran. Sieht alles eigentlich etwas beleuchteter aus und... Wütende Frau. Sie. Was? Na gut, reden wir doch mal eben mit dir. Hey, Pathfinder. Ich habe Ihnen was zu sagen. Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Was? Wir bezahlen alle für Alec Ryders Ego.
Er hat Jean Garstons Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Hallo? Außerdem nicht, wenn ich es vermeiden kann, das ist meine Aufgabe. Außerdem, mein Vater ist auch tot, du komische Tuse, das hast du gerade gehört. Also. Mein Dad hat dieses Chaos vielleicht verursacht, aber ich werde es wieder in Ordnung bringen. Noch so ein Ego. Sie sind genau wie er. Sie glauben, sie schaffen das alles ganz allein. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Hallo? Okay. Bisschen unzufrieden. Können wir daran irgendwie was machen? Nee, können wir nicht. Guten Tag. Guten Tag. Schlafen Sie mittlerweile besser? Nicht wirklich. Okay, lasst euch nicht stören. Habitatdeck Atrium. Ich glaube, ich bin hier falsch. Wir gucken noch mal so ein bisschen. Ach genau, Captain Dunn. Nee, wir sind nicht auf jetzt auf einer Nexus, sondern wir sind jetzt auf einer oh komm, jetzt ist mir der Name entfallen. Das kann doch gar nicht sein. Initiative. Wir sind auf unserer Arche. Genau, wir sind hier auf der Hyperion. Genau, wir müssen aber auf zum eigentlichen Kommandozentrale. Unruhen wird die Sicherheit in sämtlichen Sektoren der Nexus verschärft. Direktor Tan betont, dies geschehe, Zitat, zu ihrer eigenen Sicherheit. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Unruhen, neuesten Unruhen. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Guten Tag. Ah. Ja, das ist immer. Siehst du mal. So, jetzt stellen wir. Hey, hier hat jemand auf den Boden gekotzt. Was? Einen Mann nicht in eine verkeimte Zelle stecken. Wenn ich sterbe, verklage ich sie. Bist aber auch ein bisschen Hyporonda. So, dann reden wir mal hier. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Sie haben mich belogen. Sollen wir ihn direkt konfrontieren oder sollen wir ihn... Ich bin schon ein bisschen sauer. Hallo, weil es ist eigentlich nicht meine Angelegenheit, als Pathfinder das zu tun. Also, ein bisschen... Sie sind ein Lügner. Das Universalwerkzeug hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen, wie Sie zugeben, ihn getötet zu haben. Was? Moment, das ist nicht... Was wollen Sie hier abziehen? Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay, scheiße. Damit ist mein Schicksal wohl besiegelt. Aber Ihr Schuss ging daneben. Ein Schuss der Kette in den Rücken hat Reynolds getötet. Ist das Ihr Ernst? Ich bin unschuldig? Was für ein Glück! Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Ich habe vielleicht etwas dazu zu sagen. Aber was meinst denn du, Damon? Da muss Tan entscheiden. Also Tan wird wahrscheinlich ein Exempel an ihm statuieren, deswegen glaube ich, Ich werde zu Tan gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Nee, du bist nicht unschuldig. Du bist einfach nur eine. Dann bist du nicht des Mordes schuldig, sondern des versuchten Mordes. Also, er hätte ruhig noch mal ein bisschen mehr was sagen können. Gut, jetzt gucken wir mal, dass wir mit Tan sprechen. Erinnerung an das gesamte Personal. Die eingeteilten, überschaubaren
Sag mal, Madame, warst du hier auch vorher schon? Ich habe das Gefühl, hier hat sich schon ein bisschen verändert. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Carrie? Nee, gleich. Hallo, Pathfinder. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Was auch immer das ist. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es liegt aber trotzdem immer noch wahnsinnig viel Arbeit. Es ist zu früh zum Feiern. Ja. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Oh mein Gott. Ich finde, nee, du kennst mich noch gar nicht so richtig. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Mhm. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Okay. Und das ist erst der Anfang. Nein. Also Damien ist ein Teamplayer. Es war ein Team, was das gemacht hat. Er alleine kann das nicht. Er übernimmt die Verantwortung und im Zweifelsfall die auch die Entscheidung und sagt, was gemacht werden soll. Aber es war eine Teamleistung. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen, Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan? Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Nee, jede Meinung zählt. Also, weil meine Mitarbeiter, damit hast du es jetzt ein bisschen verspielt. Tut mir leid. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Ryder. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Cat-Angriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Du bist der Direktor der Nexus, ne? Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Schon wieder ein Stufenaufstieg. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Okay. Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Sie hatte ja irgendwas, das uns bei unserer Aufgabe weiterhelfen könnte. Gedenkstätte. Mit feierlichem Stolz gedenken wir jene, die ihr Leben für die Erkundung und Entdeckung gegeben haben. Ach, das ist die Gedenkstätte für... Okay, ist aber jetzt weg. Hey, Cora.
Cora, hi. Margiti, Normandy. Sehr schön. Aha. Pathfinder. Darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Tan. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ja. Ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. Oh, der ist aber auch nicht gerade führungskompetent, ne? Okay, sehr schön. Was haben wir denn da? Ach, das sind Minerale wahrscheinlich von Eos oder so. Okay, das scheint unser quasi Hauptquartier hier zu sein. Pathfinder-Halle. Und das ist jetzt unser das Sekretariat, ne? Super. Carrie, so, wir reden mal kurz mit dir. Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Was? Ich kann mit ihr flirten. Aber Damien ist keiner, der jetzt beim ersten Mal ganz schnell anflirtet. Wir haben es bei Gil gemacht. Ja, ja, alles in Ordnung. Aber, nee, sie machen das mit... Du bist jung, du möchtest die Sachen jetzt erstmal versuchen, professionell zu machen. Du nimmst nicht alles ganz so ernst. Das ist okay. Die Wahrheit könnte ihnen Angst machen. Nee, das denke ich nicht. Die müssen die Wahrheit erfahren. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Werden Sie Tan damit nicht verärgern? Es macht Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, ich bin dabei. Okay, interviewen Sie mich. Also dann, 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Naja, es sind sicherlich nicht die erwarteten Probleme. Aber ich denke, auf Pioniere warten solche Probleme. Das muss man, es ist schwer, genau, also natürlich, klar. Doch bezeichnen unsere Anführer das als erwartete Probleme. Naja, nein, wir müssen besser werden. Natürlich müssen wir besser werden. Das ist auch wieder sowas, ne? Interviewführung, beziehungsweise natürlich die meisten Leute, die jetzt zum Beispiel eine Art Pressesprecher sind, die versuchen halt, die Sachen sehr positiv darzustellen. Aber wenn sie auf uns warten halt solche Probleme, natürlich. Und da darf man nicht naiv rangehen. Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Okay. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Okay.
Also es hat ihr nicht gefallen. Also ihr hätte lieber das kritische die kritische Antwort gefallen. Aber ich, man muss, hallo, da wären wir ja naiv, wenn wir sagen, nee, damit haben wir nicht gewartet. Aber ich find's cool, dass die sowas ins Spiel eingebaut haben, sozusagen. Jemanden, der interviewt. Und das dokumentiert und festhält. Das ist cool. So, jetzt reden wir mit meiner tollen Lieblingsfreundin, Allison. Haben wir denn eine Wahl? Was? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Spender, Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt! Also mit Spender muss ich auch noch reden. Moment, wir sind jetzt ein bisschen... Warte, stopp. Ich habe immer noch nicht mit Ten über den ersten Mörder gesprochen, ne? Das ist jetzt eigentlich der Quest, den wir verfolgen wollten. Also nochmal zurück. Na, Tens Büro, hallo, das ist eine Pathfinder-Halle. Hey, Cora. Irgendwie tut es mir schon leid, dass ich auf einmal der Pathfinder bin und sie nicht, aber gut, ist jetzt so. Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja, und zwar Nilken. Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Ja, es ist schwierig, aber es ist genau das Problem oder das, nicht das Problem, aber genau dafür bist du da, Ten. Dafür sind Führungspersönlichkeiten auch da und der Pathfinder muss zum Beispiel auch als Vorbild vorgehen und das lernt Damien jetzt, aber der Mr. Ten muss es auch. Deswegen, natürlich, Gerechtigkeit ist kompliziert. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an Dragon Age Inquisition, wo wir auf dem Richterstuhl als Inquisitor saßen und die Leute richten sollten. Ich würde gerne hier eine dritte Möglichkeit eigentlich haben, weil ich finde, und ich denke, das könnte Damien auch, ich würde ihn würde ihn des Mordes freisprechen. Aber würde ihn wegen versuchten Mordes anklagen. Und dann müsste man nochmal eine neue Verhandlung machen. So, und deswegen verbannen sie ihn. Das würde ich jetzt... Ah, das ist wirklich schwierig. Also man könnte natürlich sagen, klar, wir müssen harte Kante zeigen. Andererseits hat harte Kante auch zu Unruhen gebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch mehr Unruhen gibt, wenn wir ihn verbannen. Wenn wir ihn freilassen, zeigen wir auch, hey, mit uns kann man naja, nicht verhandeln. Das ist ja das falsche Wort. Aber, also ich bin jetzt eher für ihn freizulassen, weil technisch gesehen, des Mordes ist er unschuldig. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Mhm. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Versuchen wir. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann.
Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Gut. Abgeschlossen. Kann ich jetzt nicht nochmal mit Nicken sprechen? Okay. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel mit Nirken gern nochmal ein ernstes Wort gesprochen. Aber nun gut, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Fürs Erste zumindest. Sag mal, das steht hier immer noch offen. Wir gucken mal kurz, ist er jetzt direkt schon frei oder... Plopp, da ist einer aufgeploppt hier rechts, siehst du es? Tatsache, er ist direkt frei. Mariette, ach, das sind die beiden. Ja, hey. Ich kann es kaum glauben. Du bist frei. Oh, Pathfinder. Das verdanken wir nur ihnen. Ja, ich bin froh, dass sie das Richtige getan haben, Ryder. Lernen sie daraus. Sie sollten sich in Zukunft besser unter Kontrolle haben, Nirken. Was? Was meint er denn damit, Liebling? Erzähle ich dir später. Mm-mm. Lass uns einfach nach Hause gehen. Okay, das bedeutet Gesprächsbedarf. Sei ehrlich zu ihr. Okay, wir haben Forschungsdaten, können neue Sachen erforschen. Das tun wir auch noch, alles. Aber wir reden jetzt erstmal mit Edison. Was? Wir können wieder mit der Journalistin reden. Okay. Aber erstmal mit Edison. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brekka zeigt Ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Okay. Dann tun wir das doch direkt mal. Da, hi. Hi, Brekka. Hallo, Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brekka, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay. Was kommt zuerst? Nee, wir fragen jetzt erstmal so Sachen. Wie läuft das mit den ALP? Ja. Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Okay, verstehe. Nexus-Grenzwerte? Wie messen Sie Grenzwerte? Ja. Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für sie tun. Oder ganz simpel, je mehr sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Okay, also je mehr, desto besser in dem Fall. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien.
Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Okay. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Hm. Ja gut, das kann ich alles verstehen. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wuh! Oh, 10 direkt. Wirtschaftspots. Verteidigungspots und Handelspots. Okay, Wirtschaftspots. Wir haben 0 von 17 Vorteilen freigeschaltet. Und wir haben eine Kryokapselpunkte verfügbar. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Wirtschaftspots. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrungen und Findigkeiten in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffgewinnungskapazitäten der Initiative rasch verbessern. Also Rohstoff- und Forschungsgewinnungskapazitäten. Verteidigungspots. Armeeveteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Lebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda. Handelspots. Ach, Spots oder Pots? Wirtschaftspots. Okay. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer benutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltener Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. Okay, also Cash ist es nicht, oder? Schauen wir mal hier rein. Weil ich finde einfach, dass wir haben jetzt auf Prodromos eine Forschungsstation gemacht. Und wir müssen aber auch natürlich Richtung Verteidigung, Richtung Militär gehen. Munition. Freunde in der Nexus-Miliz sorgen dafür, dass die Crew des Pathfinders immer gut ausgerüstet ist. Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Jagdgesellschaften. Erfahrene Kämpfer messen sich mit den wilden Tieren von Helios und erlernen so die besten Strategien, um diese Begegnungen zu überleben. Erhalten sie regelmäßig organische Materialien. Spezialeinheit. Erhalten sie regelmäßige Tech-Materialien. Erstklassig ausgebildete Trupps stellen im Gebiet der Cat deren Verteidigung auf die Probe. Aufklärung. Nexus-Techniker statten die Aufklärungsposten der Initiative mit Langstreckensensoren und Überwachungssystemen aus. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Das ist auch nicht schlecht. Apex-Taktik. Apex erweitert sein Repertoire um neue Taktiken. Erhalten Sie 15% mehr Credits für Apex-Missionen. Auch nicht schlecht. Okay, da müssen wir mal Wirtschaftspots schauen. Labortechniker. Labortechniker helfen dem Wissenschaftsteam der Nexus, die Daten über Helios effizienter zu analysieren. Erhalten Sie regelmäßige Forschungspunkte. Minenanlagen. Die Nexus gibt Ressourcen zur Errichtung von Bergbaustationen Helios frei. Erhalten Sie regelmäßig eine Auswahl an Mineralien. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Handelspots. Finanzielle Infrastruktur. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Verbindung zum grauen Markt. Verbündete garantieren, dass Repräsentanten der Initiative bei Verhandlungen eine stärkere Position haben. Bessere Preise beim Kaufen, Verkaufen von Objekten. Das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Inventarkapazität erhöhen brauchen wir auch noch nicht. Die strategische Verwendung der Nexus-Ressourcen erhöht die Handels- und Transportkapazitäten. Boom. Also im Prinzip geht es da nur dazu, dass wir dafür Belohnungen bekommen. Also das heißt, das fände ich eigentlich ganz gut. Eine Aufklärung am Anfang, dass wir da ein bisschen mehr sehen. Das machen wir jetzt auch. So, abgeschlossen. So, mit Sicherheit können wir mit denen eine hoffnungsvolle Spur in das Onarion-System reichen. Okay, das ist wahrscheinlich dieses System, was noch an ist. Aber, was wollten wir jetzt noch machen? Ach, wir wollten nochmal mit Carrie reden, ne? Wo ist denn die?
Moment, wir schauen einfach mal kurz im Inventar. Was kann ich denn da machen? Achso, ich muss einmal nach unten. Drücken Sie V um den Lebensfähigkeitsbildschirm. Ah, schöne Übersicht. EOS 78%. Das lesen wir uns auch nochmal ganz schnell durch. Überlebensfähigkeit. Andromeda-Lebensfähigkeit. Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte ALP spiegeln die kollektive Integrität ihrer Kolonisierungsbemühungen in Helios wider. Sie verdienen ALP, indem sie Planeten erforschen, Verbündete gewinnen, Bedrohungen eliminieren, Umweltschäden beseitigen und andere Dinge tun, die Andromeda zu einem besseren Zuhause machen. Nexus-Stufe. Wenn sie genug sammeln, ALP sammeln, erhöht sich ihre Nexus-Stufe und sie können weitere Kolonisten aus dem Kryoschlaf holen. Wenn sie eine neue Nexus-Stufe aufgestiegen sind, gehen sie zum Kryokapsel-Uplink in Nexus-Ops oder im Forschungsraum der Tempest und wählen sie, welche Kapsel sie öffnen möchten. Okay. Planetenlebensfähigkeit. Die ALP und die Nexus-Stufe spiegeln den Gesamtfortschritt ihrer Bemühungen wieder. Helios zu einem Zuhause zu machen. Genau, so. nächste ALP, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Bestimmte Planeten haben darüber hinaus eigene Lebensfähigkeitswertungen. Wenn sie auf einen potenziellen... Entschuldigung. Schon so ein Fusselmund. Wenn sie auf einer potenziellen Koloniewelt ALP verdienen, erhöht sich die Lebensfähigkeitsbewertung dieses Planeten bis zu einem Maximum von 100%. Auf den meisten Welten können sie einen Außenposten errichten, wenn sie eine Lebensfähigkeit von 40% haben. Auf manchen Welten sind sie darüber hinaus noch andere spezifische Aktionen nötig, um einen Außenposten zu ermöglichen. Darüber hinaus können auf einigen Welten durch das Erreichen einer bestimmten Lebensfähigkeit spezielle Kryokapseln freigeschaltet werden. Okay, Logbuch. Jetzt gehen wir eine hoffnungsvolle Spur. Genau, das ist die Main, der Haupthandlungsstrang. Die Missionen sind entscheidend für das Überleben der Initiative im Helios. Da haben wir das mit Nagmodrak. Das wollen wir auch noch machen. Und alles okay. Warte mal. Optional. Das will ich machen. Ich will mit der Schwester sprechen. Die Nexus. Was haben wir hier noch? Die Feuerwehr. Mit Dr. Adriana sprechen. Das machen wir auch noch. Zusätzliche Aufgaben. Weg eines Helden. Carrie treffen. In der Zukunft erwacht. Mit Essen-Assistenten auf den Nexus sprechen. Das haben wir doch, oder? Das müssen wir dann nochmal... Okay, so ein paar Sachen können wir sicherlich schon mal ein bisschen abarbeiten hier, aber ich möchte jetzt erstmal mit meiner Schwester sprechen, nachdem wir hier das Wichtigste erledigt haben. Ab auf die Kryostation. Erinnerung an das gesamte Personal. Die eingeteilten Überstunden gelten weiterhin. Kryostation. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Das ist ja cool. Das war HNS. Radiosender. Ich find's cool. Wir schauen uns mal kurz hier um. Unbekannt. Da kann ich ein Quest annehmen. Familiengeheimnis der Rider. Okay, machen wir beides. Bevor wir sie auf den Nexus bringen, dort erhalten sie da die Freigabe für ihre Immigration. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Geht gut weiter. Was? Arzt. Wer bist du denn? Wir sind auf eine Energiewolke gestoßen. Du hast keine Moment mal. Ach da, hey, Dr. Carlyle. Sag mal, ist das meine Schwester? Alles Mögliche. Vor allem aber mein extremes Pech mit Frauen. Aha. Ich hab nie wirklich gefunkt. Doch, das ist doch Sarah. Warte mal. Wo muss ich denn hin? Warte mal, wahrscheinlich mit ihm sprechen, ne? Ich dachte, den Quest hätte ich aktiviert. Komm mal zurück. Ja, natürlich. Harry, was passiert da mit Sarah?
Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will Ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber bitte? Sam hat sie quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Okay. Na, großartig, schauen wir mal, weiß ich noch nicht, aber... Ich dachte nicht, dass sowas möglich ist. Ich auch nicht, aber Sam... Naja, ich schätze, Supercomputer sehen die Dinge etwas anders. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu ihrem Implantat. Was? Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruderherz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon. Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Das ist jetzt eine Charakterfrage. Erzähle ich ihr das direkt? Oder sage ich, er ist auf einer Mission und sie findet... Sie wird es ja eh irgendwann rausfinden. Sie wird es ja eh irgendwann rausfinden. Und vielleicht hat Sam ihr das auch schon gesagt. Ich bin... Boah, Gott. Ist halt die Frage, weiß man nämlich nicht. Das ist mentaler Stress, aber sie ist im Koma. Ist halt die Frage, wie sehr solcher Trauerstress dann quasi auf den Körper auswirkt im Koma. Oh, ist das schwierig. Ich würde aber trotzdem lieber ehrlich sein. Damien, du versuchst viele Dinge gerade richtig zu machen. Er ist, wie soll ich dir das sagen? Er ist tot, Sarah. Was? Es war ein tragischer Unfall. Aber Dad kann nicht tot sein. Ich weiß. Es war für uns alle ein Schock. Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich auch nicht. Und was ist mit unserem neuen Zuhause? Dad hat immer so davon geschwärmt. Das ist jetzt so die nächste Frage, ne? Ich möchte, wenn wir jetzt schon ehrlich sind, ne? Ich möchte jetzt nicht sagen, alles ist heiditei, alles ist gut, dann wacht sie auf und kriegt erstmal total den Schock. Nein, es ist eigentlich schiefgelaufen und ich möchte ihr das Gefühl vermitteln. Du, ich brauche dich. Ich brauche dich, damit wir hier das lösen können. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Aber Dad sagte... Sarah? Träume ich etwa? Wo bin ich? Sarah, es tut mir leid. Ihre Herzfrequenz steigt rapide an. Oh Gott, was haben wir gemacht? Genug, der Stress ist zu groß. Sarah. Oh Gott, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Oh Gott, ey. Es tut mir leid, Sarah, aber es... Oh je. Ich bin sicher anreden gesagt, ja, alles okay, alles, aber ich möchte da lieber ehrlich mitfahren. Dr. Carlyle? Wollen Sie das wirklich tun, Nilken? Ja. Was? Es ist besser so. Was ist besser so? Ich versetze Nilken zurück in die Stase. Das Urteil wurde revidiert, aber trotzdem behandelt mich jeder wie einen Mörder. Als Mariette die Wahrheit erfuhr, hat sie mich verlassen. Ich will nur noch schlafen und erst wieder aufwachen, wenn die Wogen sich geklettert haben. Aha, du willst flüchten. Ja, hallo? Nein, Damien. Damien sagt natürlich, das ist ein Feigling, weil... Hallo?
Damien hat auf einmal diese Wahnsinnsverantwortung des Pathfinders und du... Weitling. Klar, laufen Sie nur vor Ihren Problemen weg. Ein passendes Ende. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen und bevor wir hier weitermachen und da hinten beim Arzt den neuen Quest, einen neuen Quest einsammeln, wünsche ich euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.